Einen Tag nach der Nasenoperation sind die Ängste vor dem Eingriff längst vergessen. Glücklich genießt Jennifer die Bewirtung im Privatspital und ist voller Vorfreude auf ihre Nase. Morgen. Jetzt liegt ihr schon komplett angezogen im Bett? Ja. Ja. Ah, okay. Habe ich gerade erst umgezogen. Schon mit Fluchtverhalten, oder? Ja. Ja. Wie geht's da? Ich bin ja schon froh, dass ich da wieder heim kann. Ja, sehr gut, ist wirklich. Gut? Ja. Okay. Also ich habe wirklich gar keine Schmerzen. Super. Das ist wirklich erstaunlich. Also. Wir geben jetzt mal dieses Ding da runter. Im Allgemeinen tun Nasen-OP jetzt nicht so weh. Ja. Aber es gibt schon ein bisschen Unterschiede. Es gibt schon Techniken oder eine Art, das zu machen, wo es mehr wehtun kann. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was man macht. Ja, da gibt es viele Faktoren halt. Ja. Blau bist du ein bisschen, sie ist schon wieder geschminkt. Das ist erstaunlich. Kurz vor der OP, kurz vor der OP, bei der Entlassung auch schon wieder. Gerade mal die OP haben wir ohne Schminke, oder? Ja. Okay. Gut, das kann noch ein bisschen mehr blau werden. Ja? Ja. Wir werden jetzt da unten, jetzt traue ich mich fast nichts machen. Ein kleines Set. Ich möchte nur da schauen. Es ist eh alles in Ordnung da, das passt schon. Ich habe es so gemacht, wie wir gesagt haben, wirklich dezent, nicht zu viel und so. Ja, also man sieht eh ein bisschen. Ja, das wird wirklich so schmäler ist es geworden. Ja. Bitte noch kurz draufhalten. Ja, danke schön. Sie hat ein bisschen hyperplastische Muscheln drinnen und die haben wir etwas abgetragen. Das müsste eigentlich dazu führen, nach Rückgang der Schwellung, dass sie doch mehr Luft bekommt, als sie bekommen hat. Das ist sehr schön. Wirklich. Ich bin sehr zufrieden. Vielen Dank. Genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.